Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich hoffe, das geht so mit der Lautstärke, sonst müssen Sie signalisieren, das merkt man hier nicht so gut. Vielen Dank für die Einladung. Ich nutze die Chance, erstmal diese Ringvorlesung zu grüßen von dem Team der Ringvorlesung Marx 200 in Kassel. Wir sind ungefähr 8 Leute, Studierende, Mitarbeiter, Profs, und ich soll herzliche Grüße ausrichten. Und dann möchte ich die Gelegenheit nutzen, weil Erfurt ja nicht so weit weg ist von Kassel, Ihnen mitzuteilen, dass wir Ende Juli, das sehen Sie hier eingeblendet, unsere herrschaftskritische Sommeruniversität machen. Den gibt es ganz viele Workshops und so weiter. Vielleicht gehen Sie mal auf unsere Seite, die heißt herrkrit.com. Herrkrit steht für Herrschaftskritik. So, und jetzt hoffen wir, dass das hier mal funktioniert. Genau, materialistische Rechtstheorie. Die Schwierigkeit, wenn man über materialistische Rechtstheorie spricht, ist die, ich habe mich immer gefragt, während ich meine Doktorarbeit schrieb, wie kommt das eigentlich, dass alle Autoren und die einzige Autorin außer mir, die ich noch kenne, nämlich Andrea Mayhofer, die auf diesem Gebiet gearbeitet haben, dass sie dann irgendwann aufhören, materialistische Rechtstheorie zu machen. Und das konnte ich mir 10 Jahre lang nicht erklären, aber nachdem ich in letzter Zeit wieder vermehrt Vorträge dazu halte, glaube ich, ich weiß, woran das liegt. Das Problem ist, dass die Theorie einfach voraussetzungsvoll ist. Man muss einerseits Ahnung von Marx haben, und zwar nicht gerade von einer geringen Thematik bei Marx. Wie ich Ihnen gleich zeigen werde, werde ich mich nicht auf die Frühschriften berufen. Und andererseits muss man sich auch mit dem Recht auskennen. So, also, und die beiden Sachen kommen wirklich selten zusammen, wie Sie sich vorstellen können. Wenn ich jetzt mal hier rumfrage, wer von Ihnen ist denn Juristin oder Jurist? Gibt es da einen Menschen? Vielleicht einen? Einer, zwei, drei? Immerhin, aber Sie sehen schon, wie das ist. Ich habe versucht, den Vortrag so zu machen, dass man es auch als Nicht-Juristin, Nicht-Jurist gut verstehen kann. Aber das ist nicht so ganz einfach, weil es gibt bestimmte Probleme, die einem im Jurastudium und dann in der juristischen Praxis begegnen, die möchte man gerne versuchen, theoretisch zu erläutern. Und diese Probleme muss man aber überhaupt erst mal kennen. Gut, also das mal vorweggeschickt. So, und dann, weil wir in den Marx 200er Festivitäten sind, es gab eine große Konferenz am letzten Wochenende in Berlin, habe ich gedacht, ich mache das ein bisschen poppig, aber nur von der Präsentation her, jetzt wird es wieder relativ nüchtern. Ich gucke mir erstmal Karl Marx an. Was hat eigentlich Marx mit materialistischer Rechtstheorie zu tun? Man müsste ja denken, Marx ist jetzt der, ich sage Ihnen jetzt einfach, was der Marx so alles zum Recht geschrieben hat, und dann haben wir die materialistische Rechtstheorie. Das ist aber leider nicht so. Denn wie Herr Henning das eben schon gesagt hat, Marx hat vor allen Dingen in seinen Frühschriften auf das Recht Bezug genommen. So, und mit den Frühschriften gibt es eine besondere Problematik, von der ich ganz sicher bin, dass Michael Heinrich dazu letzte Woche vielleicht was gesagt hat oder beim letzten Mal, nämlich, dass Marx sein Werk immer wieder neu begonnen hat. Natürlich nicht voraussetzungslos und von vorne, aber hat immer wieder neue Anläufe genommen. Und die Frühschriften sind ein sehr gutes Beispiel. Gucken Sie mal, wie gering der Zeitraum dieser Frühschriften überhaupt ist. Und es gibt einen Autor, der heißt Andreas Böhm, und er hat eine Einteilung gemacht, das findet man auch bei Michael Heinrich in einer ähnlichen Weise oder Louis Althusser. Man kann sagen, so seine ersten Aufsätze waren wirklich rechtsphilosophische Texte. Dann gab es einen Schwang, eine Wende zur Demokratietheorie, und mit den Pariser Manuskripten haben wir sowas wie einen humanistischen Ansatz, ja, das Wesen des Menschen, von dem er entfremdet ist, und Ähnliches. Und dann habe ich da die MEB als, als Trennlinie aufgemacht, weil erst am Ende dieser Frühschriftenzeit wechselt Marx zum ersten Mal, wobei ich habe den aktuellsten ersten Band von Michael Heinrich noch nicht ganz zu Ende gelesen, vielleicht auch zum zweiten Mal, wirklich seinen Erklärungsansatz. Er schaltet nämlich um von einer rechtsmoral- und demokratietheoretischen Perspektive, wo er ganz stark auf Kant und Hegel und so weiter, also wirklich die rechtsphilosophische Tradition zurückgreift und die, wenn man so will, in einer gewissen Weise sozialistisch wendet. Diese Perspektive verändert er und wechselt zu einem gesellschaftstheoretischen Ansatz, beginnend eben mit der deutschen Ideologie und dem Kapital. Und das bedeutet, dass nun die Produktionsverhältnisse im Zentrum stehen und die Frage eher rechtstheoretisch jetzt heißen müsste, das hat er dann nicht mehr weiterverfolgt, und ich glaube, da gibt es auch gute Gründe für, welche
Bedeutung oder welche Rolle spielt eigentlich das Recht in kapitalistischen Gesellschaften? Das müsste jetzt, oder in Gesellschaften, in denen die kapitalistische Produktionsweise herrscht. Das müsste eigentlich die Frage sein, die hat Marx so nicht gestellt. Ich will noch erwähnen, dass ich jetzt nicht der Auffassung bin, man müsste das ganze Frühwerk vergessen von Marx. Auf keinen Fall. Denn wie Andreas Böhm schön sagt, der Hauptzug der modernen, aufgeklärten Staats-, Rechts- und Moralphilosophie ist Marx keineswegs fremd. Er kritisiert nicht nur, zuallererst gehört er ihm an. Das gilt nicht nur für die Frühschriften, sondern das wird sein ganzes Werk lang so bleiben, aber eben jetzt gesellschaftstheoretisch verankert. Ich gebe Ihnen jetzt mal ein Beispiel dafür, wie Marx in den Frühschriften das Recht konzipiert hat. Und Sie werden auch sehen, dass das in der Weise, wie ich das dann später aufgreifen werde, auch nicht für immer verloren ist. Also das Recht ist das Verhältnis unabhängiger Individuen. Oder in einem berühmten Zitat aus der Schrift zur Judenfrage: Die Freiheit ist also das Recht, alles zu tun und zu treiben, was keinem anderen schadet. Man sieht in einer gewissen Weise die Paraphrasierung von Kant. Die Grenze, in welcher sich jeder dem anderen unschädlich bewegen kann, ist durch das Gesetz bestimmt, wie die Grenze zweier Felder durch den Zaunpfahl bestimmt ist. Es handelt sich um die Freiheit des Menschen als isolierter, auf sich zurückgezogener Monade. Das Menschenrecht der Freiheit basiert nicht auf der Verbindung des Menschen mit dem Menschen, sondern vielmehr auf der Absonderung des Menschen von dem Menschen. Jene individuelle Freiheit lässt jeden Menschen im anderen Menschen nicht die Verwirklichung, sondern vielmehr die Schranke seiner Freiheit finden. Sie merken diese Perspektive, Marx spricht später nicht mehr so von den Menschen, sondern stellt um auf gesellschaftliche Praxen. Menschen sind dann eben nicht essentialistisch zu bestimmen, sondern Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse und so weiter. Aber das ist jetzt hier nicht der Punkt, sondern das, worauf es mir ankommt, habe ich fett markiert. Die Freiheit der Menschen als isolierter, auf sich zurückgezogener Monaden. Darauf werden wir zurückkommen. So, was habe ich dann stattdessen gemacht? Ich habe, nachdem ich so bei Marx nicht anfangen konnte, mit den marxistischen, die nannten sich noch marxistischen Rechtstheoretikern begonnen und habe dadurch einige ausgewählt. Und ich bin so vorgegangen, ich habe mir deren Theorie angesehen und habe sie rekonstruiert. Und rekonstruieren bedeutet, um mit Jürgen Habermas zu sprechen, eine Theorie so auseinanderzunehmen und wieder neu zusammenzusetzen, dass sie das selbstgesetzte Ziel besser erreichen kann. Das habe ich in der Weise gemacht, dass ich verschiedene marxistische Rechtstheorien durchgegangen bin, habe mir angeguckt, was finde ich und aus einer heutigen, also Jahr 2007, Perspektive plausibel, was würde man inzwischen kritisieren. Und nicht umsonst nenne ich es auch nicht mehr marxistische, sondern materialistische Rechtstheorie. Ganz, also eine meiner Hauptkritikpunkte ist die Ausblendung anderer Herrschaftsverhältnisse jenseits des Klassenverhältnisses. Und was kann man aber sehr gut verwenden und muss es vielleicht in einem anderen Kontext situieren? Ich werde jetzt nur einige dieser Theoretiker durchgehen, die so die exemplarischen für eine bestimmte Position sind. Und was man auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass es zu Hochphasen materialistischer Rechtstheorie immer in Situationen gesellschaftlichen Umbruchs, radikalen Umbruchs kommt. Also bezeichnenderweise in der Weimarer Republik und in der Auseinandersetzung mit dem darauf folgenden Nationalsozialismus, in den Anfängen der frühen Bundesrepublik 1968 in der Folge der StudentInnenbewegung. Genau, und dann sind diese Hochphasen nicht mehr in der Weise aufzufinden, was auch in diesem Jahr vielleicht darauf hinweist, dass wir ein neues 1968 bräuchten. Ich fange also an mit Franz Neumann. Franz Neumann war Mitglied des Instituts für Sozialforschung der alten Frankfurter Schule, war Jurist und gemeinsam mit Otto Kirchheimer in einem gewissen ambivalenten Verhältnis zum Institut für Sozialforschung verhaftet. Ingeborg Maus, das ist eine neokantianische Rechtstheoretikerin, sagt, es gibt eine Art von Rechtsnihilismus der Frankfurter Schule. Und das kann man auch daran sehen, dass Franz Neumann und Otto Kirchheimer sehr wohl als Juristen, als Anwälte herangezogen wurden. Ihre Rechtstheorien aber, auch wenn sie in der Zeitschrift für Sozialforschung veröffentlicht wurden, nicht wirklich Eingang in die kritische Theorie gefunden haben.
Wobei man sagen kann, inzwischen muss man von einer kritischen Theorie des Rechts sprechen und auf jeden Fall Franz Neumann und Otto Kirchheimer darunter fassen. Franz Neumann steht für eine Position, die das Recht aus den Klassenverhältnissen heraus erklärt. Das Recht ist geschaffen durch die bürgerliche Klasse, die das für ihre eigenen Verkehrsformen braucht, vor allen Dingen für die Berechenbarkeit der Konkurrenzökonomie, wie Franz Neumann schreibt. Franz Neumann, da auch er nicht auf eine schon existierende marxistische Rechtstheorie zurückgreifen konnte, nutzte die sozusagen liberale, republikanische Rechtstheorie seiner damaligen Zeit und kam dadurch zu einer sehr spezifischen Rechtstheorie, von der ich eigentlich zu der Erkenntnis gekommen bin, man muss sagen, das war eine Rechtsstaatstheorie. Das ist auch nicht ganz unverständlich, gerade in der Weimarer Republik waren die Rechtsstaatsdebatten wirklich diejenigen, die am virulentesten waren. Und anlässlich der aktuellen Debatte um Ellwangen, finde ich eigentlich, kann man sehr schön verdeutlichen, was in dieser Tradition unter Rechtsstaat zu verstehen ist. Das, was nämlich heute unter Rechtsstaat sehr oft verstanden wird, ist ganz das Gegenteil davon. Es bedeutet nämlich eigentlich nur das Gewaltmonopol. Also wenn Sie, kam sicher die Diskussion um Ellwangen mitbekommen, wenn da kritisiert wird, die Polizei könne sich dort nicht durchsetzen und würde von Flüchtlingen irgendwie daran gehindert werden, ihre Arbeit zu tun, dann ist das nicht das Scheitern des Rechtsstaates, sondern das in einer gewissen Weise unter Umständen, aber auch das ist doch fragwürdig, die Infragestellung des Gewaltmonopols, des Monopols legitimer physischer Gewaltsamkeit, das dem bürgerlichen Staat wesentlich ist. Wenn Sie sich mit Max Weber auskennen, kommt Ihnen das bekannt vor. Rechtsstaat hingegen bedeutet, dass dieses gefährliche Monopol, weil man muss sehen, im Unterschied zu früheren Gesellschaften, bedeutet es, dass die partikularen Gewalten vereinheitlicht werden und das Monopol bei einer Instanz, dem bürgerlichen Staat, bis zum heutigen Tag verankert ist. Das heißt, Polizei, Militär, Gefängnisse sind Institutionen, auf die eine Institution das Monopol hat. Und die bürgerliche Gesellschaft war sich immer darüber bewusst, die bürgerliche Klasse, würde Franz Neumann sagen, dass dieses Gewaltmonopol gefährlich ist und eingehegt werden soll. Und eingehegt wird es durch das Recht. Staatsapparate werden von der Legislative programmiert und die Staatsapparate müssen sich an dieses Recht halten. Sie haben keinerlei Möglichkeit, sich davon zu entfernen. Das ist die emphatische, auch von Franz Neumann geteilte Auffassung. Deswegen sagt er, die beiden wesentlichen Elemente des bürgerlichen Rechtes ist die Einheit im Staat als Gewalt und Gesetz. Das allgemeine Gesetz hat dafür eine ganz große Bedeutung für Franz Neumann. Es hat nämlich drei Funktionen. Zum einen, durch seine Allgemeinheit macht es berechenbar. Das hatte ich vorhin schon gesagt, in der Konkurrenz, auf was ich erwarten kann, wenn ich Waren tausche beispielsweise. Zugleich, in einer Gesellschaft, in der Gesetze herrschen und nicht Menschen, wie es ja wirklich die Emphase der bürgerlichen Rechtstheorie ist, werden die wirklichen Herrschaftsverhältnisse verhüllt, so Franz Neumann. Und das ist jetzt sozusagen seine marxistische Reinterpretation. Die wirklichen Herrschaftsverhältnisse, damit meint er die Herrschaftsverhältnisse in der Fabrik, die Entscheidung darüber, was, wie, von wem produziert wird und wer sich den Mehrwert aneignen kann, das wird verhüllt, weil ja scheinbar nicht Menschen, nicht Kapitalisten beispielsweise, sondern Gesetze herrschen. Und die dritte Funktion, also man sieht so, die beiden ersten Funktionen entsprechen dem Bedürfnis der bürgerlichen Klasse und deswegen gibt es das Recht auch nach Franz Neumann, aber das Recht beinhaltet auch eine ethische Funktion und das ist, wenn Sie so wollen, eine Art Übersprung, eine Art, ja, also das geht, ist sozusagen so von der bürgerlichen Klasse nicht intendiert, dass nämlich es eine beschützende Funktion hat, dass auch die Armen und die Schwachen, insbesondere die Arbeiterinnenklasse, sich auf das Recht beziehen kann. Dass die Richter unparteiisch sein müssen, ist erforderlich für die Konkurrenz der Bourgeoisie, aber es hat eine Auswirkung auch auf die Armen und auf die Schwachen. Dass das Gesetz allgemein sein muss, bedeutet, es muss alle beinhalten. Also hat das Recht einen ambivalenten Charakter bei Franz Neumann. Es wird von der Bourgeoisie für ihre Interessen geschaffen, es enthält aber ein Mehr
auf die sich eben auch die anderen Klassen beziehen können. Ja, und Franz Neumann ist für seine Schrift Behemoth bekannt geworden, und auch der Funktionswandelsaufsatz, den er geschrieben hat, thematisiert dann im Großen und Ganzen den Niedergang dieses bürgerlichen Rechts im Nationalsozialismus. Und das Hauptargument dabei ist, diese relative Unabhängigkeit des Rechts, die sozusagen die Grundlage für die ethische Funktion ist, die ist ein Problem für die Bourgeoisie in Krisenzeiten. Und genau in diesen Krisenzeiten ist sie bereit, sich vom Recht der relativen Autonomie, der ethischen Funktion zu verabschieden, wenn sie damit ihre eigenen Klasseninteressen retten kann. Das ist eine These, die Marx so in der Schrift zum 18. Primär des Louis Bonaparte entwickelt hat und auf die Franz Neumann hier zurückgreift. So, jetzt begeben wir uns zum nächsten. Also, in 20er Jahre, ungefähr zum selben Zeitpunkt, anderer Ort, nämlich Russland. Die russische Revolution für viele Sozialisten in ganz Europa, ganz entscheidendes Ereignis. Es gibt einen juristischen Rechtstheoretiker, der sehr berühmt geworden ist, sein Name ist Eugen Paschokanis. Und Eugen Paschokanis ist eigentlich, wie will man sagen, der weltberühmteste marxistische Rechtstheoretiker. Denn Paschokanis hatte eine, würde man heute sagen, bahnbrechende Perspektivverschiebung vorgenommen, die nämlich darin besteht, Sekunde, dass er gesagt hat, ich setze bei Marx an, aber nicht in der Weise, dass ich bei seinen Frühschriften ansetze, wie das heute übrigens wieder viel gemacht wird, sondern ich will beim gesellschaftstheoretischen Marx ansetzen. Und das hatte ich Ihnen ja gesagt. Der gesellschaftstheoretische Marx ist derjenige des Kapitals, derjenige, der Produktionsverhältnisse ins Zentrum stellt. Und zwar gibt es einen methodischen Bruch, den Paschokanis jetzt vornimmt im Verhältnis zu allen, die vor ihm über das Recht aus einer marxistischen Perspektive geschrieben haben. Er sagt nämlich, ich muss eigentlich so wie Marx die Warenform entwickelt habe, jetzt auch die Rechtsform entwickeln. Das heißt, ich muss mir angucken, was hat denn Marx zur Warenform gesagt, und daraus leite ich dann die Rechtsform ab. Dazu, und er sagt, nur so kann man eigentlich dem Recht auf die Spur kommen. Denn er will brechen mit einer Theorie, die uns das Entstehen einer rechtlichen Regelung aus den materiellen Bedürfnissen der Gesellschaft und folglich die Tatsache erklärt, dass die Rechtsnormen den materiellen Interessen der einen oder anderen gesellschaftlichen Klasse entsprechen, aber die rechtliche Regelung selbst bleibt trotz des Reichtums an geschichtlichem Inhalt, den wir in diesen Begriff hineinlegen, als Norm unanalysiert. Er wollte also wissen, ich will jetzt nicht, wie Franz Neumann sagen, das Recht entspricht den Interessen der bürgerlichen Gesellschaft, sondern ich will sagen, was ist eigentlich die Rechtsform in Anlehnung an die Warenform? Und dazu macht er folgendes Argument. Er guckt sich die Tauschverhältnisse an, die Marx als sozusagen zentrales Verhältnis im Kapital beschreibt, an und sagt, das Tauschverhältnis ist die Voraussetzung des Rechtsverhältnisses. Das Rechtsverhältnis ist also in gewisser Weise was Abgeleitetes davon. Das juristische Moment kommt doch, wie wir alle wissen, erst in dem Moment ins Leben, in dem gegensätzliche Interessen existieren. Das Recht entsteht sozusagen aus dem Streit. Da hat er insbesondere das Privatrecht vor Augen. Und es ist aber jetzt nicht irgendein Rechtsverhältnis, in dem gestritten wird, sondern ist das Verhältnis von Warenbesitzern. Da gibt es in Kapitel 2 des ersten Bandes des Kapitals eben dieses Zitat von Marx, in dem er sagt, die Waren können nicht selbst zum Markte gehen, sondern sie brauchen Warenhüter. Deswegen nennt man das Warenhüter-Theorem. Das Recht ermöglicht das Verhältnis der Warenhüter. Und sein Argument ist, das ganze Rechtssubjekt ist doch nichts anderes als das aus dem Tauschakt abstrahierte, abstrakte Subjekt, genau wie das abstrakte Rechtssubjekt, bei dem völlig egal ist, ob das ein Mann oder Frau ist, Arbeiter oder Kapitalist, die alle die gleichen Rechte haben, alle haben gleichermaßen das Recht, unter der Brücke zu schlafen, wenn sie so wollen. Diese Kategorie des abstrakten Rechtssubjekts ist doch offensichtlich aus dem Tauschakt abstrahiert. Ich bin der Auffassung, dass die Idee von Paschokanis, die Rechtsform in Analogie oder Homologie
zur wahren Form zu entwickeln. Richtig ist aber, ich finde, seine konkrete, das müsste man eigentlich noch ausführlicher machen, Darstellung, sein konkretes Ergebnis, finde ich im Endeffekt sehr ökonomistisch. Und das Problem ist, es ist auch funktionalistisch, das Recht wird aus der wahren Förmigkeit der Gesellschaft abgeleitet. Das heißt, es gibt was Zentrales, nämlich die Warenform, und alles andere ist zweitrangig. Und genauso ähnlich gehen in den 1970er Jahren, jetzt spule ich sozusagen ein bisschen vor, die sogenannte Staatsableitungsdebatte vor. Staatsableitungsdebatte war eine Debatte in Westdeutschland unter führenden marxistischen Theoretikern. Zum Beispiel einer der prominentesten, der daran beteiligt war, ist der letzte Woche verstorbene Elmar Altvater gewesen. Und die hatten jetzt das Interesse, den Staat zu erklären und nicht das Recht. Und griffen dafür auf Paschukanis zurück und sagten, Paschukanis hat ja bereits die Rechtsform erklärt, das brauchen wir jetzt gar nicht mehr selber zu machen, sondern wir nehmen jetzt neben der Wertform und der Rechtsform gibt es auch noch eine dritte, nämlich die politische Form, der Staat. Und dann sagen sie ja, wenn ich von der Rechtsform ausgehe, dann kann das Recht doch ohne Zwang gar nicht existieren. Also konstituiert die Durchsetzung des Wertgesetzes die Durchsetzung des Rechtsgesetzes, so Planke, Jürgens und Kastenwiek 1975. Die Aufrechterhaltung der Warenproduktion für die bürgerliche Klasse kann nicht durch einen unmittelbaren Marktteilnehmer geschehen, sondern muss durch eine Institution geschehen, die außerhalb des Marktgeschehens steht, nämlich die politische Form, der Staat. Es braucht also eine außerökonomische Gewalt. So, und das ist jetzt nicht so relevant, wie es dann weitergeht, weil wir wollen uns ja nicht mit dem Staat beschäftigen, sondern mit dem Recht. Was ich damit nur zeigen will, ist, das Recht wird sozusagen als Unterkategorie des Staates mit abgehandelt. Und noch in 1975 ist man der Auffassung, Paschukanis hat eigentlich alles Wesentliche zum Recht bereits mit seiner Rechtsform gesagt. So, jetzt im Folgenden werde ich auf Theoretiker zurückgreifen, die gar nicht im engeren Sinne Rechtstheoretiker waren, von denen ich aber, die sich auch zum Recht geäußert haben, das ist nicht das Problem, aber sie haben jetzt keine genuinen Rechtstheorien entwickelt, aber sie haben aus anderen Gründen, sind sie relevant, um die Schwierigkeiten, die ich bis dahin gesehen habe, zu verändern. Das ist in allererster Linie Antonio Gramsci. Weil mit Gramsci kann man das Argument, das ist die ökonomische Basis und alles andere ist nur ein Reflex dieser Basis, zum Beispiel das Recht oder die Kunst oder so, nicht mehr machen. Weil Gramsci den Diskurs vollkommen verändert und das Argument macht, Ideologie ist eben keine Illusion und Ideologie ist auch kein Schein, und unter Ideologie fasst er eben auch die Formen wie Recht und so weiter, sondern es ist eine wirkmächtige Realität, die in Praxen, Gewohnheiten und Denkformen verankert ist. Und er hat jetzt für seine Ideologietheorie ist nicht unter diesem Titel bekannt worden, sondern unter dem der Hegemonietheorie. Damit versucht Antonio Gramsci deutlich zu machen oder das Problem zu fassen, wie es eigentlich kommt, dass auch noch die Beherrschten ihrer Beherrschung zustimmen. Und seine sehr kurz gefasste Antwort jetzt von mir darauf ist, indem eben es der herrschenden Klasse gelingt, ihre Weltauffassung zu verallgemeinern, Zugeständnisse an die Beherrschten zu machen, eben nicht mit Gewalt und Repression, das nur in zweiter Instanz vorzugehen, sondern sie in die gesellschaftlichen Wertvorstellungen, Moralvorstellungen, Moden einzubinden, sodass das, was man als Gesellschaft erlebt, einem als normal, selbstverständlich und richtig erscheint. Das ist wichtig, um das für die Rechtstheorie fruchtbar zu machen. Der zweite Theoretiker ist Nikos Poulantzas, griechischer Staatstheoretiker, jetzt wieder der 70er Jahre, also der in den 70er Jahren gewirkt hat. Und er ist jetzt wieder, das ist wie die Staatsableitungsdebatte, versucht auch er den Staat zu erklären, macht aber einen anderen Punkt. Er argumentiert hier wieder eher klassentheoretisch und sagt, der moderne Staat organisiert die herrschende und desorganisiert die beherrschende Klasse. Und das geschieht durch verschiedene Mechanismen und einer davon ist das Recht, weil das Recht erweist einen Vereinzelungseffekt auf, nämlich die Atomisierung und Parzellierung des politischen Körpers in juristische Personen. Hier taucht quasi das Argument der atomistischen Monade von Marx und des abstrakten Rechtssubjekts von Paschukanis wieder auf. Zugleich
organisiert der bürgerliche Staat die Kohäsion. Er repräsentiert nämlich diese Einzelnen als Volk und Nation. Und das moderne Recht, das ist jetzt der Punkt, ist eine der zentralen Techniken im Kohäsionsprozess. Es ist abstrakt, allgemein, formal, das hat doch Franz Neumann gesagt, und ist deswegen ein hervorragender Kohäsionsrahmen, also ein Rahmen, in dem gesellschaftlicher Zusammenhang hergestellt werden kann. So, und schließlich Michel Foucault. Michel Foucault hat sich sehr wohl zum Recht geäußert. Vor allen Dingen ist sein Konzept der juridischen Macht bekannt. Das ist allerdings sehr oft falsch interpretiert worden. Man hat Foucault immer so interpretiert, als wollte er sagen, das Zeitalter des Rechts ist vorüber. Wir leben jetzt im Zeitalter der Disziplinen, der Gouvernementalität, der Biopolitik. Dabei hat er einen ganz anderen Punkt, den er machen wollte. Er war der Auffassung, dass man die Macht selber nicht in juridischen Kategorien denken soll. Dass man zum Beispiel auch das Recht nicht in juridischen Kategorien interpretieren soll, also im Sinne etwa von Befehl und Gehorsam, Verbot und Erlaubnis. Für ihn war das Recht der offizielle Code der Macht. Das heißt, die Form, in der die Macht sich zeigt und in der sie einzig legitim ist. Also denken Sie an die Theorie des Rechtsstaates, die ich Ihnen am Anfang kurz referiert habe. Nur das, was rechtlich, nur die staatliche Gewaltausübung, die rechtlich, gesetzlich vorgesehen ist, nur innerhalb dieses Rahmens darf staatliche Macht ausgeübt werden. Und deswegen sagt Foucault, ist das Recht der offizielle Code der Macht. Da, worin sich Macht zeigt und jenseits dessen gibt es keine Macht. Natürlich ist er nicht der Auffassung, dass es jenseits keine Macht gibt. Ganz im Gegenteil, seine ganze Theorie basiert darauf zu zeigen, dass sich in den Nischen ganz andere Formen der Macht, die eben gar nicht als rechtliche erscheinen, die gar nicht thematisiert, nicht skandalisierbar sind, auftauchen. Ja, und was ich an Foucault noch wichtig finde, ist seine Vorstellung der Subjektivierung. Also, dass man nicht von fertigen Subjekten ausgeht, sondern davon, dass man untersucht, wie die Verfahren die Menschen zu Subjekten machen. Das hört sich jetzt vielleicht, wenn man sie jetzt noch nicht gehört haben, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich an. Da werde ich jetzt aber gleich drauf eingehen. Das werde ich Ihnen gleich zeigen, was ich damit meine. Das sind sozusagen die Bestandteile, die ich dafür verwendet habe, jetzt eine Rekonstruktion vorzunehmen, die ich Subjektivierung, da taucht es schon auf, und Kohäsion, habe ich auch schon vorgestellt. So heißt, kann man sozusagen die beiden Elemente zusammenfassen. Das will ich Ihnen jetzt vorstellen. Das ist jetzt genau der Punkt, warum ich vorhin gesagt habe, man muss sich mit Recht und mit Marx auskennen. Denn es ist ja wirklich die Vorstellung oder die Konzeption der Rechtsform, ist jetzt nicht, der Wertform ist jetzt nicht gerade eine, über die Sie sich morgens beim Frühstück wahrscheinlich unterhalten, also jenseits von Studentinnen-WGs. Und deswegen versuche ich in der relativ, ohne Ihnen nochmal das gesamte Kapital und so weiter runterzuleiern, einfach in anderen Worten auch nochmal zu sagen, was für mich das Wesentliche der Wertform ist, was ich dann als Homologie auf die Rechtsform übertragen werde. Also, was Marx meines Erachtens mit der Wertform thematisiert, ist, dass die Gesamtarbeit einer Gesellschaft problematisch ist, und zwar deswegen, weil die Produktion privat betrieben wird, weil sie sozusagen anarchistisch ist und sich erst im Tausch herausstellt, ob das, was hergestellt wurde, benötigt wird oder nicht, weil eben eine Gesellschaft sich nicht, kapitalistische Gesellschaften nicht so funktionieren, dass Menschen sich gemeinsam in einer Gesellschaft überlegen, was wollen wir produzieren, wie wollen wir das produzieren, ist es vielleicht ökologisch nicht vertretbar, wie verteilen wir gesellschaftliche Reproduktionsarbeit etc., sondern weil man das dem Profitinteresse von Kapitaleignern überlässt. Und genau deswegen ist die konkrete einzelne Arbeit nicht bereits unmittelbar gesellschaftlich, sondern erhält diese eben erst durch den Austausch, was ich eben sagte. Und diese Konstruktion von Gesellschaft erfordert etwas, was ich Kohäsionstechnologie genannt habe, oder Träger gesellschaftlicher Synthesis, sagt Alfred Sondretel dazu. Also, Arbeitsprodukte erhalten die gesellschaftliche Eigenschaft Wert, das ist eine gesellschaftliche Eigenschaft. Waren sind nicht an sich wertvoll, es ist nicht so etwas wie die Schwere, die einem Gegenstand zukommt, der
die ihm inhärent ist, sondern es ist eine gesellschaftliche Eigenschaft. Und diese gesellschaftliche Eigenschaft, Wert zu besitzen, ist notwendig, um sie mit anderen vergleichbar und austauschbar zu machen. Und das alles ist notwendig, weil Gesellschaft eben auf dieser Privatproduktion basiert. Wenn man das jetzt nochmal zusammenfasst, heißt das, der gesellschaftliche Zusammenhang ist das unbewusste Resultat des Handelns. Marx spricht auch oft davon, dass es hinter dem Rücken der Menschen passiert. Sie tun es, aber sie wissen es nicht. Man geht nicht morgens zum Bäcker und kauft ein Brötchen und weiß, dass man hier einen Äquivalententausch vornimmt mit Tauschwert und Gebrauchswert und abstrakter und konkreter Arbeit, das ist einem nicht bewusst. Der gesellschaftliche Zusammenhang, in dem das notwendig wird, ist einem auch nicht bewusst. Man kann das wissen, es ist kein Geheimnis, aber es ist in den Alltagsroutinen eben als Wissen nicht verankert. Der Wert ist also eine Kohäsionstechnologie oder um es mit einem schönen Zitat von Max Horkheimer zu sagen, das Leben des Ganzen geht aus der wahren Produktion nur unter ungeheuren Reibungen und gleichsam als ein Zufall hervor. Diese Zufälligkeit erkennen Sie immer in aktuellen Krisen, dann nämlich funktioniert diese Art von Bedürfnisbefriedigung über Arbeit auf diese Weise nämlich nicht mehr. So, meine Idee ist jetzt, und das ist ja auch nicht meine Idee, sondern ich habe die nur für die Rechtstheorie verallgemeinert, man muss diese Wertform Konzeption universalisieren, verallgemeinern. Man muss sagen, und darauf kann man sich jetzt auf Paschokanis und die Staatsableitungsdebatte zum Beispiel beziehen, es gibt nicht nur die Wertform, eine nur über die Wertform organisierte Gesellschaft würde niemals funktionieren, sondern auch eine politische Form und eine Rechtsform. Und die kann man zusammenfassen unter dem Begriff soziale Formen. Und soziale Formen sind meines Erachtens die wesentlichen kapitalistischen Strukturprinzipien, und stehen für die Verselbstständigung dieses gesellschaftlichen Zusammenhangs. Wenn ich es jetzt wieder respezifiziere auf die Rechtsform, dann organisiert oder vermittelt die Rechtsform die Gesellschaftlichkeit dieser einzelnen abstrakten Rechtssubjekte, indem sie sie als vereinzelte Monaden überhaupt erst hervorbringt. Das ist mit Subjektivierung gemeint. Ja, Recht ist ein Verfahren, in dem Menschen zu Subjekten gemacht werden. Also sie erhalten subjektive Rechte, Menschenrechte sind die berühmtesten davon, aber eben nur als gegeneinander Vereinzelte in diesen gesellschaftlichen Zusammenhang, der als solcher nicht herstellbar, unmittelbar herstellbar ist, der immer diese Kohäsionstechnologien braucht. Und im gleichen Atemzug setzt diese Rechtsform sie wieder zu einem Ganzen zusammen, Kohäsion. Und die Art und Weise der Subjektivierung habe ich Modus der Abstraktion genannt. Man kann sehen, die Wertform setzt abstrakte Arbeit voraus und die Rechtsform eben das abstrakte Rechtssubjekt und eben Gleiches gilt für die politische Form. Aus dieser, wenn ich von sozialen Formen spreche, dann haben die alle eine Sache gemeinsam, nämlich, dass sie ja durch die Handlungen der Einzelnen hindurch geschehen. Also sozusagen ohne, dass dieser gesellschaftliche Kontext den Einzelnen bewusst wäre. Es kommt zu einer Verselbstständigung menschlicher Praxis, das ist die Geschichte des Fetischkapitels im Kapital und soziale Formen nennen, und das ist jetzt ein Begriff von Georg Lukács, gespenstige Gegenständlichkeit an. Im Recht lässt sich das sehr schön an den juristischen Verfahren zeigen, die eine bestimmte Form von Eigenlogik haben. Also Sie können dort selber in den allermeisten Fällen Ihre rechtlichen Angelegenheiten etwa keinesfalls selbst vertreten. Sie brauchen juridische Intellektuelle, die eine spezifische juristische Dogmatik in Ihrem Studium gelernt haben, eine bestimmte Prozessform, um dort auftreten zu können. Ihr eigener Rechtsfall, der Konflikt, weswegen Sie vor Gericht gehen unter Umständen oder dort anderweitig hingelangen, in Strafverfahren beispielsweise, wird Ihnen enteignet. So, und jetzt kommen wir zum ethischen Moment von Franz Neumann, falls Sie sich an dieses noch erinnern, an das, was er relative Unabhängigkeit genannt hat, das ich jetzt relationale Autonomie nenne, ein bisschen ähnlich. Das Argument ist, diese Verselbstständigung sozialer Formen führt dazu, dass es eben auch eine relationale Autonomie des Rechts gibt. Das heißt, es sind nicht nur die Subalternen, die gegenüber denen sich das Recht verselbstständigt, sondern selbst die mächtigsten Interessen können nicht unmittelbar auf das Recht zugreifen.
jedenfalls nicht im Normalzustand des bürgerlichen Rechts. Sie benötigen Anwälte, sie müssen sich in die ganze Logik, die juristische Systematik einarbeiten. Man kann nicht, auch die können nicht vor Gericht gehen und sagen, ja, aber ich will hier Arbeitsplätze schaffen, dann ist diese Umweltverschmutzung nun mal notwendig, das müssen sie hinnehmen. Das ist keine mögliche juristische Argumentation. Gleiches gilt für Staatsapparate. Die können auch nicht sagen, wie ich es mal erlebt habe vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wo die Berlusconi-Regierung vertreten wurde. Das ist hier ein Prozess, ein Manifest gegen die italienische Regierung. Das kann man halt machen, aber das ist ein rechtliches Nullum, das wird keinen Erfolg haben. Das heißt, die Eigenlogik der Rechtsform führt zu einer relationalen Autonomie. Das gilt auch für das, die Wertform, die politische Form, weswegen sie eben nicht einfach nur der einen Klasse dient und der anderen nicht, sondern gegen einen Aufschub an Macht bedeutet. Und der Unterschied dazu sind Zeiten, die insbesondere Franz Neumann untersucht hatte, wo es nur noch, jetzt in der Sprache von Niklas Luhmann, Attrappen der Rechtlichkeit gibt. Also der Nationalsozialismus, das ist eben Franz Neumanns Interpretation, operiert mit den Gesetzen, die aber bei genauer Betrachtung Verwaltungsverordnungen sind und Strafgerichtshöfen und insinuiert, es ginge um das Recht. Aber wenn Sie den Rechtsstaatsbegriff zugrunde legen, geht es um das Gewaltmonopol, was über Attrappen des Rechts genau das verschleiert. Jetzt muss man allerdings noch eine zweite Sache sich überlegen. Jetzt habe ich viel über die Rechtsform, das Recht als solches gesprochen, aber man fragt sich natürlich, wie kommt es eigentlich, dass es ein Recht am kapitalistischen Unternehmen gibt? Gibt es in Deutschland BGB? Im BGB aber kein Recht auf Arbeit, jetzt nur mal beispielsweise. Wie gibt es, kommt es eigentlich, dass mit 219a ein Werbeverbot für Abtreibungen gibt? Und so weiter. Wie kommt das eigentlich alles? Man muss ja sozusagen auch die gesellschaftlichen Kämpfe, auf die es Franz Neumann ankam, muss man ja auch thematisieren können und nicht einfach nur sagen, ja, das Recht verselbstständigt. Es muss auch der Inhalt des Rechts analysierbar sein. Und dafür beziehe ich mich hauptsächlich auf Antonio Gramsci. Ich verbinde jetzt diese Überlegung mit denen von Antonio Gramsci. Und mein Punkt ist, das Ergebnis der Rechtsordnung ist eine hegemoniale normative Ordnung. Eine Ordnung, die uns vorgibt, was rechtens ist. Und zwar nicht äußerlich, sondern die auf geteilten Rechtsauffassungen beruht. Sie ist das Ergebnis eben jener verselbstständigten juridischen Verfahren. Und diese Vorstellungen von dem, was rechtens ist, leiten eben auch Selbstführungspraktiken an. Wenn Sie so wollen, es gibt in der Rechtswissenschaft was ganz Praktisches. In den juristischen Kommentaren, in den Urteilen werden Sie immer hören, was ist denn die herrschende Meinung zu einem Thema? Also man kann kein Urteil fällen, es sei denn, man ist das Bundesverfassungsgericht, was sich von der herrschenden Meinung entfernt. Und das ist nicht keine Ideologietheorie irgendwelcher linker Leute, sondern herrschende Meinung ist eine ganz geflügelte juristische Kategorie. Und ich finde, sie gibt sehr schön in aller Offenheit, Gegenstück heißt übrigens Mindermeinung, oder, sie gibt sehr schön in aller Offenheit deutlich, was man hegemonietheoretisch mit Gramsci so einholen kann, zu sagen, ja, es sind der hegemoniale Konsens einer Gesellschaft, die sich in die jeweiligen Rechtsnormen einschreibt. Die schreiben sich aber nicht einfach so ein, also weil das Recht ist ja nicht einfach ein Reflex der Basis, sondern die Grundlage sind gesellschaftliche Auseinandersetzungen. Und je nach ihren Ressourcen, ihren Strategien, ihren Kräften schreiben sich natürlich gesellschaftliche AkteurInnen anders ein als andere. Also Recht am eingerichteten, ausgeübten Gewerbebetrieb einerseits, Recht, kein Recht auf Arbeit andererseits. Und die Vermittlung, die Transformation in das Recht wird über juridische Intellektuelle vorgenommen. Das Recht bietet sich geradezu hervorragend für die Organisation von Hegemonie an. Der kommt es ja auf Universalisierung, auf Verallgemeinerung an, weil nämlich die Rechtsform mit ihrer Allgemeinheit, ihren Verfahrensförmigkeit, ihrer Formalität ein idealtypisches Universalisierungsrelais ist. Das heißt, alles muss in die Logik des Rechts, des allgemeinen Gesetzes übersetzt werden. Man kann nur allgemeine Positionen vertreten, keine bornierten Privatinteressen. Das dazu zwingt, dass sich einlassen auf das Recht. Und darüber wird zugleich die Organisation von Hegemonie unsichtbar gemacht. Denn die Juristen, die Anwender des Rechts würden ja alle sagen, wie ich organisiere ja nicht Hegemonie.
Ich folge ja nur der juristischen Dogmatik, wie sie in den Fachzeitschriften, den Kommentaren und den Urteilen schon steht. Ich mache das ganz neutral. Aber da gibt es viele kritische Rechtstheorien, auch die Critical Legal Studies, die gezeigt haben, dass diese Neutralität eine scheinbare ist, aber dass dieser Anschein der Neutralität ganz wichtig ist für das moderne Recht. Und ganz zum Schluss will ich natürlich die Frage stellen, weil wenn man materialistische Rechtstheorie macht, ist man ja vielleicht der Auffassung, dass der Kapitalismus nicht die beste aller Gesellschaften ist. Wie könnten wir diese also überwinden? Das möchte ich jetzt nicht ausführen, weil man bräuchte viel mehr Zeit, sondern ich will nur auf einen Punkt eingehen. Ganz oft kommen Juristinnen, marxistische Juristen und Juristinnen auf die Idee, das müsste irgendwie über das Recht gehen. Man hätte im Recht irgendeinen Hebel, das zu verändern. Es gibt gerade zwei sehr interessante Bücher von Christoph Menke, eines und das nächste von Daniel Leuk, die beide in diese Richtung argumentieren, das will ich Ihnen jetzt nicht vorführen. Eugen Paschukanis hat die Absterbethese des Rechts aufgestellt, dass es in einer nicht mehr kapitalistischen Gesellschaft des Rechts nicht bedürfe und dieses dann absterben würde. Ich glaube, das Allerwichtigste ist die Botschaft, man kann eine Transformationsperspektive nicht vom Recht ausdenken. Und zwar deswegen nicht, weil man es von der Arbeitsteilung her denken muss. Der Arbeitsteilung zwischen den Klassen, zwischen Kopf- und Handarbeit, also die juridischen Intellektuellen stehen natürlich auf der Seite der KopfarbeiterInnen, zwischen den Geschlechtern, den rassialisierten Subjekten, den globalen Süden, den globalen Norden. Also wer die Mühe der Arbeit zu leisten hat und wer das Privileg hat, Kopfarbeit oder Muße zu betreiben, das ist das, worüber gesellschaftliche Bedürfnisbefriedigung organisiert wird. Und von dort aus müssen wir die Überwindung kapitalistischer Vergesellschaftungen denken. Das heißt, der gesellschaftliche Zusammenhang, also wenn man sagt, die Rechtsformen und wie alle sozialen Formen sind Mechanismen, die den gesellschaftlichen Zusammenhang hinter dem Rücken der Menschen durch ihre Praxis hindurch erst herstellen, weil er unmittelbar gar nicht demokratisch organisierbar ist, dann heißt es auch, dieser gesellschaftliche Zusammenhang muss anders organisiert sein. Und das heißt vor allen Dingen aus marxistischer Perspektive die halbierte Demokratie, die nämlich lediglich auf das Politische beschränkt ist, auf alle gesellschaftlichen Bereiche auszudehnen. Und das heißt beispielsweise eine Form von Rätedemokratie. Und ich muss nur gucken, ob man das überhaupt sehen kann. Oder eben ein, so wie hat Alex Demirovich es genannt, wirklich kooperatives Gemeinwesen. Wenn wir also unsere gemeinsamen Verhältnisse wirklich demokratisch organisieren würden und das würde eben beinhalten, die Arbeitsteilung ins Zentrum zu stellen, das wäre der Ansatzpunkt, Gesellschaft anders zu organisieren, kapitalistische Verhältnisse zu überwinden. Und das, so, ich denke, von der Perspektive aus muss man das denken. Und alle Versuche, es vom Recht auszudenken, führen meines Erachtens in Widersprüche. Also nämlich in den Widerspruch eines, wie Engels das mal genannt hat, Juristensozialismus und so weiter. Dennoch ist es nicht unwichtig, sich auf das Recht zu beziehen. Und nichts ist wichtiger als kritische Juristinnen und Juristen, weil natürlich die Kämpfe innerhalb des Rechts, zum Beispiel über die Rückschiebung auf der Hohen See nach Libyen, wenn Migrantinnen nach Europa kommen wollen, beispielsweise. Das sind Kämpfe, die geführt werden, die juridische Intellektuelle brauchen und Kämpfe, die notwendig sind, um überhaupt die Voraussetzungen aufrechtzuerhalten, dass wir überhaupt in der humanen Gesellschaft leben und diese im besten Sinne emanzipatorisch verändern zu können. Aber das Recht ist meines Erachtens nicht der Ansatzpunkt dieser gesellschaftlichen Transformation. Und damit bin ich am Ende und bedanke mich für Ihre Geduld mit der Technik. Ja, vielen Dank. Ich habe ein Mikro. Wer eine Frage stellen möchte, kriegt das von mir. Vielen Dank für den schönen Vortrag. Aber wenn ich meinen Marx-Institut gelesen habe, den Hamburg-Institut richtig verstanden hat, würde er Ihnen im allerletzten Punkt der Überwindung oder der Transformation bezüglich der Veränderung der Arbeitsteilung widersprechen. Das tue ich dann mal für ihn. Weil wir es richtig gehört haben, oder gelehrt, und auch in der Praxis.
finde, Verantwortung gestanden zu haben, sage ich, dass sich ein Berufsverhältnis verändern muss. Denn diese die Voraussetzung für Investitionen, an denen dann gearbeitet wird, oder auch verbreitet, das ist meine Erwiderung oder vielleicht kritische Diskussion dazu. Soll ich schon gleich antworten oder sollen wir noch eine Frage? Genau. Also ich kann sehr gut verstehen, warum Sie diesen Punkt machen. Und Sie haben natürlich vollkommen recht, denn wer das Eigentum an den Produktionsmitteln innehat, also nicht nur den Besitz, sondern das Eigentum, der kann darüber verfügen, wozu diese Produktionsmittel eingesetzt werden. Insofern haben Sie recht. Und die Eigentumsverhältnisse müssen auf jeden Fall verändert werden, würde ich Ihnen auf jeden Fall zustimmen. Nur gucken Sie sich die Eigentumsverhältnisse in der ehemaligen Sowjetunion an. Da wurden die Eigentumsverhältnisse verändert, die Warenförmigkeit jedoch nicht. Das hat Eugen Paschokanis dazu gebracht, dass er gesagt hat, solange wir noch Warenförmigkeit haben hier nach der neuen Gesellschaft, neuen Ökonomie und so weiter, können wir zwar die Eigentumsverhältnisse geändert haben, aber wir haben immer noch eine kapitalistische Gesellschaft, obwohl wir den Anspruch haben, das nicht mehr zu haben. Da wurde er gezwungen, das müssen Sie sich vorstellen, diese Position zu verändern. Er wurde gezwungen, gegen seine eigene Theorie, die ist ja logisch, mit Wert von Warenform, muss man ja so argumentieren, anzuschreiben. Und ich will nicht unerwähnt lassen, dass Eugen Paschokanis sehr wahrscheinlich ermordet wurde von diesem Regime. Mit diesem ganzen moralischen Hintergrund, Quatsch, aber sozusagen von diesem zentralen Argument von Paschokanis, bevor er zur Umkehr gezwungen wurde, möchte ich gerne sagen, die Eigentumsverhältnisse sind zentral. Entscheidender aber, meines Erachtens, ist gesellschaftliche Arbeitsteilung zu regeln, und in dem Kontext ergibt sich zwangsläufig meines Erachtens die Notwendigkeit von anderen Eigentumsverhältnissen zu sprechen. Eigentum selber muss ja auch rechtlich garantiert werden. Und die Frage ist dann, wird das alles noch notwendig sein? Das kann man heute so gar nicht sagen. Danke sehr. Und zwar, Sie kritisieren ja die Staatsableitungsdebatte und Paschokanis dahingegen, dass Sie eben aus der wahren Form das Recht bloß ableiten würden, beziehungsweise den Staat. Und zum anderen haben Sie dann aber, wenn ich es richtig mitbekommen habe, das Ableitungsverhältnis und ein Homologieverhältnis quasi identifiziert, was mich erstmal verwirrt hat. Das hätte ich gerne ein bisschen genauer aufgeklärt. Und wenn ich es jetzt schnell genug mitgeschrieben habe, wollen Sie neben die Wertform noch eine politische Form und eine Rechtsform stellen und offenbar dann eben nicht in einem Ableitungsverhältnis. Zugleich schien es mir aber sozusagen notwendig, an Kapitalismus gebunden zu sein. Frage nur im Kapitalismus, aber vor allem, wie genau ist dann ein Dependenzverhältnis, sowas wie eine Gleichursprünglichkeit der drei Formen bei Ihnen gedacht, wie ist die begründet? Also dieses Paket, das würde mich genauer interessieren. Genau, dieses Paket, ich erkenne es sofort, dieses Danke. Paket. Kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Und zwar ist es so, die Ableitung bei Paschokanis geht ja so, die Wertform, die Warenform vielmehr, die Warenproduktion setzt das Recht voraus, damit diese Waren auch getauscht werden können. Und die Staatsableiter sagen dann ja, und das Recht wiederum setzt den Staat voraus, damit er mit seinem Gewaltmonopol dieses Recht auch durchsetzen kann. Das ist die Ableitung. Das eine gibt es um das andere. Und alles gibt es eigentlich nur, um die Warenförmigkeit zu sichern. Das ist auch irgendwie nicht falsch. Das hängt schon miteinander zusammen, aber nicht auf die Weise. Und eine Homologie, nicht eine Analogie, ne, bedeutet ja, in der Weise, dass ich drei verschiedene Formen, die gar nicht ich identifiziere, sondern wo ich sage, die hat die Rechts- und Staatstheorie identifiziert, sie hat sie nur in ein komisches Verhältnis zueinander gebracht. Diese drei Formen weisen eine Homologie auf. Sie haben nämlich eine identische Arbeitsweise mit dem Modus der Abstraktion, mit der Verselbstständigung sozialer Verhältnisse, mit ihren Effekten, den gesellschaftlichen Zusammenhang herzustellen. Und ich leite, wenn Sie so wollen, obwohl ich es nicht Ableitung nennen würde, ich führe diese Existenz dieser drei Formen auf die Prekarität des gesellschaftlichen Zusammenhangs voraus. Eine Gesellschaft, also quasi gesellschaftstheoretisch, nicht ökonomistisch, eine Gesellschaft, die ihre Produktion, ihre Subjekte, ihre allgemeinen Angelegenheiten auf die Weise regelt, dass sie dieser Kohäsionstechnologien bedarf, die bedarf, ja,
die operiert über die Rechtsform, die politische Form und die wahren Form, ist also eher gesellschaftstheoretisch begründet. Deswegen würde ich auch sagen, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich sagen würde, gleich Ursprünglichkeit dieser drei Formen, aber ich würde eben sagen, es sind drei zentrale, wenn auch nicht ausschließlich, drei zentrale Strukturprinzipien kapitalistischer Gesellschaften, Strukturprinzipien als die allgemeinsten Prinzipien, die dann gesellschaftliche Institutionen und so weiter anleiten. Und Recht und Politik kann es in irgendeiner Weise auch in nicht-kapitalistischen Gesellschaften geben und hat es ja auch in nicht-kapitalistischen Gesellschaften gegeben, dass sie aber zu sozialen Formen werden. Das ist im Kapitalismus das spezifische Ereignis. Und deswegen kann man auch schlecht sagen, wird es das in Zukunft geben oder nicht, aber ich meine, allein die Besonderung des Politischen als abgekoppeltes von Gesellschaft, als Verselbstständigtes, ist eine Entwicklung, die erst mit dem modernen Kapitalismus entstanden ist. Und auch diese Form des Rechts, die Rechtsform, ist eine spezifisch kapitalistische. Wie würden Sie denn die Stellung des Rechts oder die Bedeutung des Rechts im Kommunismus definieren? Das ist eine sehr gute Frage. Muss ich Ihnen aber sagen, würde ich jetzt aus Seriositätsgründen nicht beantworten, weil ich finde, man kann nur von was reden, wozu man gearbeitet hat, wozu man geforscht hat, aber Sie weisen auf was sehr Wichtiges hin. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, wie das Recht in kapitalistischen Gesellschaften, und zwar auch nicht in allen, sondern in den kapitalistischen Gesellschaften des globalen Nordens zu analysieren ist und von TheoretikerInnen analysiert wurde. Und ich kann weder sagen, wie die Scharia in dem Kontext zu beurteilen ist, noch das Recht im Kommunismus. Finde ich eine sehr spannende Frage. Ich kann mich noch erinnern, dass in der kritischen Justiz irgendwann in den 60er Jahren Henry Dux aus dieser Paschukanis-Perspektive was dazu geschrieben hat, aber ich kann mich dummerweise nicht mehr an das zentrale Argument erinnern. Genau, also auch nochmal von meiner Seite aus ganz herzlichen Dank für den tollen Vortrag. Ich würde gerne auch nochmal an dem letzten Punkt nachhaken. Was passiert denn mit dem Recht in einer anderen Gesellschaft? Also Paschukanis gründet ja seine These von dem Absterben des Rechts darauf, dass er sagt, eben Recht dient immer der irgendwie Regulierung von Konflikten. Konflikte sind aber immer herrschaftsförmig produziert. Also wenn ich nicht mehr die kapitalistische oder andere Herrschaftsförmigkeit habe, vielleicht auch patriarchale, brauche ich kein Recht mehr, weil ich eben keine Konflikte mehr habe. Und dann kommt er darauf, ja, okay, aber es könnte ja trotzdem noch irgendwie Verbrecher oder irgendwie komische Subjekte geben. Und da sagt er dann, okay, das ist ein Fall für die Medizin. Also so sozusagen, also man schafft das Recht ab und was dann an Problemen bleibt, wird pathologisiert bei ihm. Und ich meine, meine erste Frage wäre, ob du diese Lesart teilst von Paschukanis. Aber dann wäre ja sozusagen die Annahme, okay, man wird in jeder Gesellschaft irgendwie, weil man unterschiedliche Bedürfnisse hat, unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Wünsche, wird es in irgendeiner Form Konflikte geben können. Die mögen anders sein als Konflikte, die aus verfestigten sozialen Ungleichheitsverhältnissen, Herrschaftsverhältnissen resultieren, aber trotzdem wird es irgendeine Form von Konflikten geben und für diese Form, für diese Konflikte braucht man irgendein Medium, um sie auszutragen. Und das wäre dann eben vielleicht ein transformiertes Recht. Genau, danke für die Frage. Das diskutiere ich auch sehr gerne, dieses Thema, weil ich finde es auch gut, ich finde es auch eine gute Übung, mal sich vorzustellen, wie eine Gesellschaft ohne das uns bekannte Recht aussehen könnte. Kann es das überhaupt geben? Wie regeln wir dann Konflikte? Das finde ich absolut notwendig, weil es die Fantasie auch anregt und man auch wirklich darüber nachdenken muss. Aber dann haben wir dieses Problem, was mit dem Titel Bilderverbot bei Adorno nicht ganz so unrecht belegt wurde, dass es immer sehr schwierig ist, weil wir noch gar nicht wissen, wie diese andere Gesellschaft wäre. Man kann sich von der heutigen Zeit aus schlechterdings nicht vorstellen, dass es keine Konflikte mehr gäbe. Was doch Marx wollte, was die kritische Theorie wollte, was Gramsci und Foucault doch sicher, was wir wollen, ist endlich einmal alle Herrschaftsverhältnisse, unter denen Menschen leiden, zu überwinden. Wie aber die Gesellschaft, in der dies dann geschehen wäre, aussehen würde,
ist schlechterdings nicht vorstellbar. Wir können vielleicht noch nicht mal heutzutage den Weg dahin sagen. Ja, wir sind ja anders als Marx und seine unmittelbaren Schüler gar nicht mehr so optimistisch. Und wir haben vor allen Dingen erlebt, wie so Vorstellungen von Übergangsgesellschaften des Sozialismus, sowas die führen können. Und deswegen ist das eine sehr schwierige Fragestellung. Also die These von Paschukanis basiert quasi darauf, dass das Recht die wesentliche Funktion hat, die Konflikte der Warenproduzenten zu regulieren. Okay, wenn Waren nicht mehr hergestellt werden, so viel können wir uns ja sicher schon mal rein logisch gesehen einigen, wenn wir gesellschaftliche Bedürfnisbefriedigung über Arbeit anders regeln und eben nicht über Warenförmigkeit, dann werden Konflikte zwischen Warenbesitzern auf jeden Fall nicht mehr existent sein, weil es gibt ja auch keine Waren mehr. Also kann das Recht absterben, ist irgendwie logisch. Ist auch schön, das Absterben zu nennen, weil wir schaffen es nicht ab, sondern es ist einfach nicht mehr nötig. Ja, da ich aber nicht der Auffassung bin, dass das Recht die wesentliche Funktion hat, Konflikte zu lösen, ich glaube, da würde auch die heutige Kriminologie schwere Bedenken dagegen haben, dass das Recht das überhaupt kann, sondern dass es ganz andere Mechanismen gibt, die Konflikte in Gesellschaften lösen, bin ich auch nicht der Auffassung, dass das Recht deswegen absterben würde, sondern mein Ansatzpunkt ist ja, der gesellschaftliche Zusammenhang schafft sich Kohäsionstechnologien, um eben diese Form von Vergesellschaftung überhaupt trotz ihrer Widersprüche am Laufen zu halten. Also muss doch gesellschaftstheoretisch, kann man es nicht auf so ein unterkomplexes Problem wie Konflikte herunterbrechen, sondern muss sagen, Gesellschaft muss insgesamt anders organisiert werden. Und dann gibt es ganz viele Ansatzpunkte von Degrowth-Bewegungen über rätedemokratische Projekte in Rojava und so weiter und so weiter und so weiter. Wenn wir mal an dem Punkt sind, wo wir denen näher treten, würde ich vermuten, dass das Recht vielleicht irgendwann als Rechtsform zumindest, als verselbstständigter Mechanismus, so nicht mehr notwendig wäre. Aber das ist wirklich spekulativ. Ja, vielen Dank für den schönen Vortrag. Sie sind ja über Menke und Loik so relativ schnell hinweggegangen und die wollen ja das Recht deshalb nicht aufgeben, weil sie sagen, eine zentrale Funktion von Recht wollen wir auch in postkapitalistischen Gesellschaften behalten. Und das ist diese Schutzfunktion gegenüber etwas wie dem Staat, also einer verselbstständigten politischen Instanz, die halt der Gesellschaft gegenübersteht. Würden Sie sagen, in dem Moment, und das haben Sie ja ausgeführt, in dem Moment, wo man halt diese Trennung nicht mehr hat, braucht man auch gar nicht mehr diese Schutzfunktion von Recht? Da das Recht mit Warenförmigkeit und dieser außer der Warenproduktion stehende Gewaltmonopolstaat, den gibt es ja auch nur wegen gesellschaftlicher Macht- und Herrschaftsverhältnisse. Und dass das Recht sozusagen als Schutzmechanismus gegenüber diesem Staat dann nicht mehr notwendig wäre, würde ich sagen, ja. Jetzt muss man sagen, Christoph Menke und Daniel Loik geben sich wirklich viel Mühe und beschäftigen sich viel ausführlicher als ich. Oder nehmen das überhaupt als zentrale Fragestellung? Wie können wir uns ein anderes transformatives Recht denken? Und deswegen sind das sehr verdienstvolle Arbeiten. Also bei Christoph Menke die Vorstellung der Gegenrechte und bei Daniel Loik die Vorstellung in Analogie zum jüdischen Recht eine kollektive Textexegese. Ich glaube, man kann in dieser Richtung weiterdenken. Das Problem ist nur, beide Bücher beziehen sich auf die Frühschriften, leiten die Rechtsvorstellung von Marx, den sie ja irgendwie reinterpretieren, aus diesen Frühschriften ab, wo ich ja deutlich gemacht habe, warum man das nicht machen kann, weil nämlich die gesellschaftstheoretische Wende fehlt. Sie machen also den gesellschaftstheoretischen Move nicht mit und bieten daher auch keine gesellschaftstheoretische Lösung an, sondern eine Lösung innerhalb des Rechts selber. Und ich bin wirklich grundlegend, gerade nach der Lektüre dieser Bücher, der Auffassung, dass man das Problem dieser Gesellschaft nicht übers Recht lösen kann. Also die gemeinsame Textexegese ist doch, die war sympathische, aber doch Verallgemeinerung der Lebenspraxis des Intellektuellen auf die gesamte Gesellschaft. Habe ich mit Gramsci schon schwere Vorbehalte gegen und so weiter. Genau, ich habe noch einmal eine Frage zur Verhältnis von innergesellschaftlichen Auseinandersetzungen, wo Sie ja nochmal betont hatten, dass das kritische Juristinnen braucht, auf jeden Fall, um gesellschaftliche Auseinandersetzungen zu führen, dass es da ja auch sowas wie eine Offenheit des Rechts gibt, also so, dass neue Hegemonien entstehen können, dass da Kämpfe verloren oder gewonnen werden können und so weiter und gleichzeitig eben
die These, dass Recht gerade nicht als Transformationsinstrument quasi wirkt, weil es eben diese viel umfassende Reorganisation von gesellschaftlichen Zusammenhängen und ja, ökonomischer Organisierung und gesellschaftlicher Arbeitsteilung braucht. Aber würden da nicht dann ja, Vertreterinnen der These, dass Recht doch als Transformationsinstrument wirken kann, einfach sagen, dass gerade durch das Recht die gesellschaftliche Arbeitsteilung umorganisiert werden könnte oder dass es da so eine Offenheit des Rechts gibt, quasi das damit zu tun? Und wenn Sie dem widersprechen, welche Inhalte des Rechts sind quasi durch die Form des Rechts oder das Verhältnis zur Wertform und zur politischen Form quasi gesetzt oder sind halt eben nicht in dem Sinne offener Ausgangspunkt hegemonialer Kämpfe in dieser Gesellschaft? Genau. Das ist wirklich eine kluge Frage und ich glaube, also die anderen natürlich selbstverständlich auch, ich glaube, wenn man vom Recht ausgehend diese wirklich eine Transformationsperspektive entwickeln wollte, müsste man das genau so machen. Dann müsste man sich die Frage stellen, wenn gesellschaftliche Arbeitsteilung reorganisiert werden, wenn das das Zentrale ist, kann man das nicht auch über das Recht machen. Und dann müsste man sich wirklich mit vielen Schwierigkeiten beschäftigen, zum Beispiel schon mal angefangen mit der Schwierigkeit, dass ich ja versucht habe zu zeigen, dass die Rechtsform selber über die Subjektivierung und Kohäsion und die Verselbstständigung gewisse strukturelle Vorgaben macht, wie man Kämpfe führen kann überhaupt. Zum Beispiel, Sie können ein sehr progressives Gesetz machen im Parlament, angenommen das gelingt. Da gibt es ja einige Beispiele, nehmen wir mal, weil das gerade so aktuell ist, den nach vielen Jahrzehnten gefundenen Kompromiss im Abtreibungsrecht, der dann in die eigenlogischen Verfahren der Rechtsform einging und vom Bundesverfassungsgericht wieder aufgehoben wurde. Also ein hochproblematisches Ereignis, weil die nicht gewählten juridischen Intellektuellen des Verfassungsgerichts sich über den demokratisch gewählten Gesetzgeber hinwegsetzen. Großes Problem. Also es ist nur ein Moment. Eine zentrale Erkenntnis von Marx ist es ja, demokratietheoretisch, das muss man, glaube ich, an der Stelle demokratietheoretisch sehen, dass es der bürgerlichen Klasse gelingt, die verschiedenen Branchen des Staates zu besetzen. Und wenn auf einem Terrain ein Kampf gewonnen wurde, auf einem anderen Terrain eben den unter Umständen wieder aufzuheben. Und ich meine jetzt, in dem Fall sind das ja eher patriarchale Konstellationen als Klassenkonstellationen, aber das gilt sozusagen gleichermaßen. Das ist schon eine große Schwierigkeit. Eine andere Schwierigkeit sehen Sie daran, dass das Recht in einer gewissen Weise auch immer zu spät kommt, hat Niklas Luhmann schon gesagt. Es werden tolle Erfolge erzielt, zum Beispiel das Verbot der Rückschiebung auf der Hohen See im Jahr 2012 durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Da ist es gelungen, das Gewaltmonopol des europäischen Staatsapparate-Ensemble einzuhegen und sagen, ihr könnt nicht Menschen, die nach Europa fliehen, die haben, können sich auf das Refoulement-Verbot beziehen, nicht zurückgeschoben, wo ihnen Folter etc. droht. Ihr könnt die nicht zurückschieben. Wenn ihr die an Bord nehmt, italienische Marine, müsst ihr die an europäisches Festland bringen. So. Das Recht hat also diese Praxis eingehegt. Ist auch ein Beispiel für eine progressive Rechtsentwicklung, wenn Sie so wollen, aber was ist dann passiert? Dann ist die europäische Exekutive dazu übergegangen, eben den libyschen Milizen, wie Sie sicher alle im Fernsehen mitverfolgen, einfach die Grenzsicherung zu übergeben und die sind an die Europäische Menschenrechtskonvention nicht gebunden und nicht gleichermaßen rechtlich verfolgbar vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Jetzt ist es glücklicherweise so, dass am heutigen Tag genau dagegen ein neuer Rechtsfall eingereicht wurde, der genau gegen diese Praxis vorgehen will. Ob das gut ausgeht, weiß man nicht. Aber Sie sehen schon dabei, die Kämpfe verschieben sich auf die unterschiedlichen Branchen des Staatsapparates und es ist sozusagen strukturell in dieser Gesamtkonstellation von Warenförmigkeit, Rechtsförmigkeit und politischer Form angelegt, dass die Kämpfe sich dorthin verlagern, wo die mächtigen Interessen sich eben durchsetzen können. Und deswegen wage ich zu bezweifeln, dass das so funktioniert. Aber
Man könnte von dort aus denken und müsste sich mit den Widersprüchen auseinandersetzen. Das hat aber so niemand gemacht bisher. Ja. Sie hatten über den Warenfluss hier vorne. Ach so, ja, zu einfach. Das ein bisschen akustisch unpersönlich mit dem Mikro. Genau. Sie hatten über den Warenfluss, kapitalistische Verhältnisse und so weiter gesprochen. Und der Begriff des Eigentums, die Garantie des Eigentums, spielt ja da eine recht zentrale Rolle. Also ich kann nicht produzieren, ich kann nicht handeln, wenn mir nicht garantiert wird, dass ich auch Rechte an dem habe, was ich da in der Hand bzw. aus der Hand geben möchte. Jetzt gibt es im deutschen Grundgesetz den Grundsatz, dass Eigentum verpflichtet und dass sein Gebrauch dem Allgemeinwohl zu dienen hat. Zwei Fragen. Die zweite ist, warum funktioniert das so schlecht? Das ist vielleicht nicht so überraschend. Die erste Frage ist, wo kommt so ein Impuls überhaupt her? Also aus der Idee, im Kapitalismus Gewinn zu maximieren, ja wohl nicht. Woher kommt der Impuls, das Eigentum dazu verpflichtet, gleichzeitig es gut in die Gesellschaft zurückwirken zu lassen? Ja, wenn Sie so wollen, könnte man ja in Ihre Richtung argumentieren, ist das nicht ein Ansatzpunkt, um Kapitalismus vom Recht aus zu überwinden? Und wie Sie schon gesagt haben, hat bisher auch noch nicht so wirklich funktioniert. Ich meine, Gesetze, das ist die Allgemeinheit des Gesetzes, werden ja nicht von Kapitalisten gemacht und die werden auch nicht per se a priori im Interesse der kapitalistischen Klasse gemacht, sondern sind, wie Franz Neumann vor allen Dingen gesagt hat, Otto Kirchheimer, auch Klassenkompromisse. Und ich glaube, dass das ein sehr gutes Beispiel für einen Klassenkompromiss ist, dieser Artikel im Grundgesetz. Und dann passiert Folgendes. Daran kann man das, was ich versucht habe, eben zu zeigen, auch sehr schön zeigen. Es gibt eine berühmte Kontroverse, die kennen Sie vielleicht, zwischen Abendroth und Forsthoff. Also Forsthoff, Karl Schmidt Schüler, Abendroth, sozialistischer Intellektueller aus Marburg, Jurist, SPD-Mitglied, bis er dort rausgeschmissen wurde. Und passiert ja heutzutage nicht mehr, wird man ja nicht mehr. Aber das ist jetzt am Rande. Die haben die Kontroverse geführt, wie man diese Regelung interpretieren kann. Und Abendroth hat gesagt, das Grundgesetz hat eine prinzipielle Offenheit für einen Übergang zum Sozialismus. Und in der unmittelbaren Nachkriegszeit war das durchaus fast, leider nur herrschende Meinung. Selbst die CDU hat sich für Sozialisierung eingesetzt und so weiter. In dieser Kräftekonstellation gab es die Vorstellung, und die hat Abendroth eben prononciert, als Verfassungstheoretiker artikuliert, und Forsthoff von der Karl-Schmidt- und konservativen Perspektive aus hat gesagt, nee, das interpretiert ihr völlig falsch. Und dann begann eben eine juridische Auseinandersetzung zweier juridischer Intellektueller, die mit juridischen Kategorien und Rechtsprechung und Rechtsprechungsgeschichte und Systematik und Teleologie dann darum gekämpft haben mit den Waffen der juristischen Argumentation. Und ausgegangen ist es, sagen wir mal, nicht zugunsten von Wolfgang Abendroth. Aber auch heute noch greifen verschiedene Leute, zum Beispiel der Kollege Andreas Fisan aus Bielefeld, immer auf diesen Gedankengang von Abendroth zurück, um zu sagen, naja, und aber Abendroth hat damals recht gehabt, also hatte heute noch recht, wir könnten über diesen das durchaus regeln. Wir könnten zum Beispiel mal das Eigentum an Grund und Boden darüber, was ja für diese ganzen horrenden Mieten zuständig ist, könnten wir mal unter der Perspektive Eigentum verpflichtet verstaatlichen oder vergesellschaften. Also das ist nach wie vor ein Andockpunkt, eine juridische Kategorie, an der Kämpfe ansetzen können. Wie sie dann ausgehen, hängt halt von der Kräftekonstellation ab. Darf ich jetzt meine Fußgängerfrage stellen? Also ich möchte gerne das mit dem Form und der Inhalt einfach nochmal klarkriegen. Dieser Satz, die Rechtsform hat eine relative Autonomie. Die ist ja schön, die sagt viel. Autonomie heißt, Rechtsform ist, da kann man nicht automatisch jetzt Kräfteverhältnisse reinversetzen, sondern die hat eine Eigenlogik gewissermaßen. Dann muss man das alles in juristischer Sprache bringen, mit juristischen Intellektuellen. Deswegen ist das nicht so einfach. Relativ heißt aber, dass letzten Endes die Interessen sich doch mittelfristig durchsetzen. Du hast vom Aufschub geredet. Das verzögert das irgendwie. Das heißt, wenn ich mehr Geld habe, habe ich die besseren Anwälte. Das, was drinsteht, ist vielleicht sowieso schon in meinem Sinne, oder? Ich habe auch Geld für Lobbyisten. Das heißt, ich kann das Recht in meinem Sinne umschreiben. Das heißt, da setzt sich der Inhalt jetzt durch. So, das habe ich jetzt gesagt, gell? Und ich glaube, ich habe damit das gesagt, was du gesagt hast. Aber was ist jetzt genau der Inhalt und was ist die Form? Das frage ich mich. Ist der Inhalt selber Recht?
Also meint man, wenn man Rechtsform sagt, mit Rechtsinhalt einzelne Gesetze oder meint man damit Kräfteverhältnisse in der Gesellschaft oder einzelne Interessen? Das sind für mich verschiedene Verwendungen des Formbegriffs, oder? Da könnte man einerseits sagen, das korreliert Basisüberbau, ja? Recht ist irgendwie Überbau, halte ich für falsch. Und die Basis ist irgendwie was anderes. Und dann oder man sagt, wie ist das gemeint? Kannst du da vielleicht was dazu sagen? Genau. So, gut, dass du das nochmal gesagt hast. So darf man Form und Inhalt nicht verstehen. So wird das halt oft verstanden. Sondern die Theorie sozialer Formen, die, glaube ich, Helmut Prendtl besonders entwickelt hat in den 1980er Jahren, die diese Generalisierung der Warenförmigkeit bedeutet. Also wenn man sich zur Warenform zurückgeht, die Frage, die sich ja Paschukanis und in einer gewissen Weise Marx gestellt haben, warum nimmt ein gesellschaftliches Verhältnis diese Form an? Warum nimmt ein gesellschaftliches Verhältnis die Form des Staates an, hat zum Beispiel Paschukanis gefragt. Warum bleibt es nicht einfach das, was es ist, nämlich zum Beispiel ein Herrschaftsverhältnis zwischen, privates Herrschaftsverhältnis zwischen Kapitalist und Arbeiterin? Wieso nimmt das die Form des Staates an? Und das ist eigentlich das, wo der Formbegriff in dieser Tradition herkommt. Unter sozialen Formen versteht man, also gesellschaftliche Formen. Eine Gesellschaft braucht bestimmte Formen, die ich dann eben auch Kohäsionstechnologien genannt habe, um ihren gesellschaftlichen Zusammenhang herzustellen. Was aber ganz wichtig ist, gut, dass du es nochmal gesagt hast mit der relativen Autonomie, ich nenne es deswegen auch nicht relativ, sondern relational. Das meint zwar eigentlich das Gleiche, aber bei relativ kann man sehr schön kommen mit so Polemiken, wie zum Beispiel Niklas Luhmann, der gesagt hat, ja, papalapap, was soll denn relativ sein? Es ist ja wie ein bisschen schwanger. Entweder ist man schwanger oder man ist nicht schwanger. Entweder das Recht ist autonom oder das ist nicht autonom. Und bei ihm ist es natürlich autonom. Aber wenn man genauer sich Luhmann anguckt, sagt er eigentlich das Gleiche wie das, was ich auch sagen würde. Nämlich, genau wie du angefangen hast, es gibt eine Autonomie, so. Aber die ist relativ, relational, nicht relativ, im Sinne von in Relation zu den anderen gesellschaftlichen Verhältnissen. Und es setzt sich, und das ist der ganze Witz der relationalen Autonomie, nämlich nicht immer das Recht des Stärkeren durch. Weil dann gäbe es keine relationale Autonomie. Also wenn zum Beispiel ein Rechtsfall gewonnen wird, bei dem es dem italienischen Militär verboten wird, dem spanischen Militär, dem griechischen etc. und Frontex Menschen zurückzuschieben, wenn also gegen die vereinigten Staatsapparate Europas man Recht gewinnen kann und wenn man auch im Arbeitsrecht werden viele Fälle gewonnen, ja? Also wenn auch die schwächere Position gewinnen kann, dann ist das nicht damit erklärbar, dass man sagt, es setzt sich im Endeffekt immer der Stärkere durch. Dann bräuchte man Recht nicht. Dann könnte man das Herrschaftsverhältnis einfach so belassen, wie es ist. Und das mal versuche ich mit relational zu bezeichnen. Es ist halt nicht komplett autonom. Im Recht kann jetzt nicht morgen die Revolution beschlossen werden und dann wird das umgesetzt oder ähnliches. Das ist ja alltagsverständlich schon unwahrscheinlich. Okay, wir haben viel Zeit. Fragen sind möglich? Ich wollte noch einmal zu dieser relationalen Autonomie zurück und da gerade im Hinblick auf Staaten, Frontex und Co., das mag hier teilweise funktionieren, aber ist nicht das Problem, dass es immer schon ein Anerkennungsverhältnis voraussetzt. Also auch der Staat muss ja sagen, ich erkenne die Unabhängigkeit des Gerichts und auch die Bindungswirkung für mich an. Also ist das dann auch wieder Ausdruck, oder ist das im Recht dann schon inhärent, dass man sagt, da liegt ein Anerkennungsverhältnis voraus? Oder was ist das? Da sehe ich gerade tatsächlich das Problem, dass ich sage, ja, sobald das besteht, kann das gut funktionieren. Aber davor sieht man das ja häufig genug, dass Staaten oder Mächte ihrerseits machen können, was sie möchten, unabhängig von einem Gericht. Oder es möglicherweise eben nicht mal ein Gericht gibt, was über bestimmte legislative und exekutive Entscheidungen verfügen kann oder urteilen kann. Genau, also da haben Sie ein wichtiges Problem aufgegriffen, auch genau unter der Rubrik, unter der ich das fassen würde, dass die moderne Rechtsform liegt nur dann vor, wenn sie über diese relationale Autonomie verfügt. Ne? Also wenn Gesetzgeber Gesetze machen und daraus, und zwar nach den politisch dafür vorgesehenen Verfahren, ja, nicht nach im Reichstag werden alle Sozialdemokraten bedroht mit Gewalt, die Kommunisten sind schon in den Konzentrationslagern und dann machen wir mal eine Verordnung, also nicht so, sondern unter den vorgesehenen relational autonomen Formen des Politischen werden Gesetze gemacht und dann werden sie in juridischen Verfahren mit unabhängigen Richterinnen und Richtern, mit Kommentarliteratur, mit Fachzeitschriften aufsetzen etc. etc.
anderer wird dieses Recht generiert. Wenn das vorliegt, haben wir die relationale Autonomie und die ist natürlich ein Problem, wenn mächtige Kräfte der Auffassung sehen, sich daran nicht mehr halten zu müssen, und zwar Staaten gleichermaßen. Ich meine, vielleicht erinnern Sie sich, es gab das Kruzifix-Urteil des Bundesverfassungsgerichts, ja, also es war nicht irgendwie der Europäische Gerichtshof oder irgendein internationales Recht, was kein unmittelbares Gewaltmonopol hat, sondern es war das Bundesverfassungsgericht, hat entschieden, Kruzifix-Urteil, es dürfen diese Kreuze in den Schulen nicht aufgehängt werden. Hat sich die bayerische Landesregierung nie dran gehalten, also jetzt nicht der Klassiker von einem Failed State, aber hat sich nicht dran gehalten, und seit neuestem sollen die auch noch sonst überall aufgehängt werden, ist ein gutes Beispiel dafür. Ja? Also das ist jetzt sozusagen der Punkt, nicht der relationalen Autonomie. Die relationale Autonomie ist gefährdet, wenn innerhalb des Rechts selber diese Autonomie schon implodiert, ja? Wenn dann eben nach anderen Kriterien als rechtlichen entschieden wird. Aber jenseits dessen muss die Rechtsform, ist darauf angewiesen, dass sie selbst hegemonial bleibt und dass gesellschaftliche Akteure sich nicht erlauben können, sich daran nicht zu halten. Nur ist es so, das Recht ändert die bayerische Landesregierung nicht, sondern sie bricht das Recht. Sie bricht mit dem offiziellen Code der Macht. Das heißt, sie stellt sich außerhalb der Macht. Und das immerhin kann man ja nur skandalisieren, wenn das Recht noch eine Eigenlogik hat. Man kann sagen, das geht so nicht, das ist Rechtsbruch. Und das ist nicht wenig. Und dann ist es umkämpft, ob die sich jetzt ans Recht halten oder nicht. Das ist ganz unweigerlich so. Ja, es wurde hier immer über Recht gesprochen. Ich denke, bei all dem darf man ja auch die Beispiele, die hier kamen, eines nicht vergessen. Wir haben heute noch im Wesentlichen Strafrecht 1871, wir haben das BGB von 1900 und das hat also alles überlebt, sowohl die Kaiserzeit als auch die Zeit des Nationalsozialismus. Auch das BGB hat auch bis 1970 in der DDR gegolten. Jetzt haben wir es wieder vom Strafgesetzbuch das Gleiche. Ich denke, bei all dem darf man eines nicht vergessen, dass die Gesetzesnormen das eine sind und dass das viel entscheidendere, aber nach meinem Dafürhalten zumindest diejenigen sind, die es anwenden. Es ist eben nicht egal, ob der Richter A oder der Richter B zum Richter berufen wird. Und wir sehen ja an den Auseinandersetzungen, muss man ja gar nicht irgendwie in die Geschichte schauen, die jetzt zwischen der Europäischen Union und der Republik Polen laufen, dass also die Frage, wer bestimmt darüber, wie wir Gesetze auslegen, das heißt, um mal wieder auf das BGB zu kommen, wenn man sich das BGB anschaut, dann ist das in ganz vielen Teilen auf einem Abstraktionsgrad, der so hoch ist, dass erstens der Normalbürger da gar nicht mehr durchsieht, auch schon vor 100 Jahren nicht durchgesehen hat. Was aber viel wichtiger ist, man kann eben das so und auch anders anwenden. Und ich denke, in Bezug auf die Herrschaftsform ist nicht nur die Rechtsetzung entscheidend, die durch die Legislative erfolgt, sondern es ist mindestens genauso wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger, wer entscheidet, wie lege ich den Paragraphen X oder Y aus. Ich kann also das Recht durchlaufen lassen und kann das geradezu gegensätzlich, contra lege nennt man das dann, im Extremfall auslegen und dann habe ich die Sache ausgekegelt. Ich denke, die Bedeutung, die kam nicht vor. Das haben Sie nur überhört. Ich fange nur mit der Gesetzgebung an, aber ich bin Ihnen ganz dankbar, weil als ich am Anfang sagte, ich glaube, da waren Sie noch nicht da, es ist so, dass oftmals die Nicht-JuristInnen so nicht erstmal unmittelbar verständlich ist, warum jetzt zum Beispiel ich auch bestimmte Kategorien so ein Werk lege, wie die relationale Autonomie, die juridischen Verfahren, die eine Eigenlogik annehmen, dann genau deswegen. Weil wenn ich was in meinem Jurastudium vom ersten Semester an gelernt habe, dann genau das, was Sie sehr schön beschrieben haben. Und ich meine, das BGB ist wirklich ein hervorragendes Beispiel dafür, wie eine durch einen Gesetzgeber in einer spezifischen historischen Konstellation und dann fast gar nicht mehr geändert, aufsehen von der Schuldrechtsreform, das BGB sich durchgehalten hat durch ganz unterschiedliche Gesellschaftsformen, politische Konstellationen. Das ist genau, geht nur dann, wenn die Auslegung durch die juridischen Intellektuellen, die meinte ich damit,
so geschieht. Es ist ein wesentliches Auslegung und Kontralegem, Interpretation etc. ist genau das, was ich meine. Und man kann es ja auch an einem ganz tollen Beispiel den Nicht-Juristinnen verdeutlichen. Diese Paragraph 242 des BGBs verlangt, dass Verträge nach Treu und Glauben auszulegen sind. Und das ist eine sogenannte Generalklausel. Eine Klausel, die so allgemein ist, dass sie alles und nichts bedeuten. Kann der BGH zum Beispiel mal eine Umfrage gemacht, der Bundesgerichtshof, was denn eine empirische Untersuchung, das passiert eigentlich nie, eine empirische Untersuchung, was denn zu einer spezifischen Frage, die ich nicht mehr erinnere, jetzt da die guten Sitten oder Treu und Glauben wäre. Und dann kam bei raus, 30% waren der Auffassung so, 30% waren der anderen Auffassung und 30% hatten noch eine andere Auffassung. Ja, und dann hat man gesagt, wir operationalisieren das jetzt mal. Gute Sitten sind das Anstandsgefühl aller billig- und gerechtdenkenden, ne? Was soll das denn sein? So, und da sehen Sie, und darüber hat sich insbesondere Franz Neumann beschäftigt, weil er gezeigt hat, wie hochproblematisch Generalklauseln sind. Denn sie sind die Einbruchstelle innerhalb der Rechtsform dafür, dass andere, wie zum Beispiel politische, ökonomische Logiken eindringen können und sich die Mächtigeren durchsetzen. Und das hat er insbesondere für den Nationalsozialismus. Da war das dann natürlich das, was der Führer so fand. Das war dann das, die guten Sitten etc. etc. Also danke dafür, weil das ist genau mein empirisches Phänomen, weswegen ich mich mit dieser Eigenlogik so sehr beschäftigt habe. Ich wollte noch eine Frage dazu stellen, ob sich das Recht die Voraussetzungen seiner Geltung selbst schaffen kann. Also das ist eben mit dem Rechtsbruch angesprochen, dass man sozusagen den Rechtsbruch ja nur daran skandalisieren kann, dass er ein Rechtsbruch ist. Und das basierte darauf, dass es allen Menschen wichtig ist, dass Recht nicht gebrochen wird. Und insofern könnte man ja sagen, das Recht kann sich seine eigenen Voraussetzungen nicht schaffen. Gleichzeitig könnte man ja aber auch sagen, wenn das Recht mit der Wertform eine soziale Form ist und sozusagen auch von der Wertform abhängig ist, dann schafft es sich darüber, dass es notwendig ist für das Bestehen der Marktwirtschaft und der Wertform doch wieder seine eigene Voraussetzung. Ich ahne so ein bisschen, auf was Sie hinaus wollen. Ich habe nur die Schwierigkeit, das ist üblich, auch Christoph Menke und Daniel Leuke argumentiert in der Weise, dass man argumentiert, das Recht tut dieses und das Recht tut jenes. Es schafft sich seine Voraussetzung, es kann sich nicht voraussetzen, schaffen. Mit dieser Subjektbeschreibung des Rechts habe ich ein gewisses Problem, so kann ich Ihnen nicht antworten, weil meine Vorstellung ist, dass die moderne Rechtsform, also die Form des Rechts in kapitalistischen Gesellschaften, eine eigenlogisches Produkt dieser Gesellschaft ist, dessen Inhalt über gesellschaftliche Auseinandersetzung um Hegemonie generiert wird. Und ich müsste die Frage dann umformulieren, um das in meinem Verständnis überhaupt beantworten zu können, in der Hinsicht, ob das Recht, also ob die Rechtsform unabhängig von anderen gesellschaftlichen Verhältnissen sich ihre Funktionsweise aufrechterhalten kann, vielleicht so. Verstehen Sie, ich würde gerne Ihre Frage beantworten, aber auf diesem Abstraktionsniveau, dass das Recht irgendwas macht, fällt mir das ein bisschen schwer, weil ich damit betonen will, dass Recht ein Teil, ein Moment von Gesellschaft ist und deswegen diesen Subjektcharakter eigentlich nicht haben kann. Ich sage jetzt mal zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten. Wir haben es geschafft. Vielen Dank für den schönen Vortrag und die schöne Diskussion. Wir haben gesehen, Recht will befreien, kann selbst in Knechtschaft umschlagen. Dasselbe ist auch beim Marxismus der Fall. Deswegen, also Marxismus will befreien, kann aber selbst knechten. Ich meine damit jetzt nicht die DDR, sondern die Frauenbewegung, die sich quasi aus dem Marxismus rausgeschält hat. Und da wird uns nächste Woche jemand was drüber erzählen. Gisela Notz, die hat das wunderschöne Buch geschrieben, Warum flog die Tomate? Ich glaube, sie traf Dutschke oder irgendjemand von diesen Leuten. Also das nächste Woche. Es wird also sehr, vielleicht sogar ein bisschen unterhaltsam sein. Vielen Dank nochmal, Frau Professor Sonja Buckel, liebe Sonja, dass du gekommen bist. Und gute Erholung bis nächste Woche. Gell?